Okay, also heute haben wir unsere erste Fahrstunde, 1 und 2. Da wollen wir das Fahrzeug ein bisschen kennenlernen. Das Verkehrssystem Straße wollen wir kennenlernen. Das heißt also mehrspurige Straßen, abknickende Vorfahrtsstraßen, Kreisverkehre wollen wir kennenlernen. Und dann wollen wir den Abbiegevorgang kennenlernen. Das heißt also das System Spiegel. Haben wir kurz schon besprochen, dass man erst in den Innenspiegel schaut, den rückwärtigen Verkehr beobachtet. Dann je nachdem, ob ich nach links oder rechts abbiegen will, in den linken oder rechten Außenspiegel schaue. Wenn ich da denke, es ist niemand neben mir, dann blinke ich und danach kommt der Blick in den toten Winkel, der Schulterblick. Gut, dann fahren wir mal hier los vom Hof und probieren das aus. Da darfst du schon den Motor starten. So, du darfst mal umdrehen. Wie machen wir das am besten? Wenden? Ja. Ja, dann probieren wir das mal aus. Mhm. Auf dem Hof mal kurz einen Schulterblick, schauen, dass niemand vorbeikommt. Bewegt, ein bisschen dreht. Dann noch ein bisschen nach vorne rollen. Bremsen. Mal rückwärts kommen. Du musst den Lenkrad ganz nach rechts einschlagen. Wir haben hier die Kamera, da kannst du dich ein bisschen orientieren. Bevor wir rückwärts fahren, musst du dich einmal nach hinten umdrehen und schauen, dass da niemand hinter dir umturnt. Langsam fahren, Bremse schleifen lassen. Jetzt fährst du ein bisschen rückwärts, dann wird das Dreieck hier größer. Den Vorwärtsgang, das Ganze nach links lenken. Wieder kurz nach links schauen, ob da oben jetzt hinfahren will. Die Bremse nur leicht lösen. Bremse. Rückwärtsgang. Seitenspiegel noch zusätzlich schauen, dass wir nirgendwo hängen bleiben. Und dann können wir vom Hof rollen. Hier ist eine kritische Stelle, wo Fußgänger und Fahrradfahrer vorbeikommen können. Das Auto.
befruchten. Von dem Partner hört es. Abstand haben. Scheitelpunkt der Kurve darfst du wieder beschleunigen. In die Gerade rein, ne? Vor der Kurve das Gas wegnehmen. Ab der Mitte der Kurve, ab dem Scheitelpunkt der Kurve wieder beschleunigen. Mehrspurige abbiegen, kann man die Vorfahrtsstraße folgen und links blinken. Bleiben wir ganz außen in der ganz rechten Spur. Kannst du mal jedes Verkehrszeichen zoomen mit deiner Kamera. Die abknickende Vorfahrtsstraße. Da kommst du in der ganz rechten Spur raus. Rechts. Macht sich schon bemerkbar, dass du auf dem Übungsplatz warst, ne? Wie viele Stunden hast du gemacht? Dreimal war ich. Aber einmal war es bodenlos und dann wollte ich unbedingt nochmal und dann war ich gestern nochmal, weil ich jetzt im Urlaub war für lange und habe ich nochmal. Vorbereitet auf die Fahrstunde. Vorfahrtsstraße, du bleibst schön rechts. Du musst rechts blinken. Wenn nichts gesagt wird, immer der abknickenden Vorfahrt folgen. Thank you.
entweder leicht anbremsen oder schon etwas stärker bremsen. So, die Fahrbahn teilt sich auf. Bleiben gleich rechts. Rechte Spur nehmen. Weniger bremsen, man sagt auch degressives Bremsen, nachlassendes Bremsen. Leitungspfeil, da wollen wir dann wieder in die rechte Busspur zurückwechseln, vor der Baustelle. Du schaust wieder in den Innenspiegel, rechten Spiegel, links, rechts. Vorsichtig lenken. Dann kommen wir jetzt mal auf 20 bremsen.
optimalerweise bringen wir das Ruckel noch weg, ne? Am ja. Ende. So ganz leicht, bloß noch bremst am Ende. Transporter steht rechts weiter vorne. Sich anhalten? Ja, zusammen durchfahren. Das ist der Spiegel, links, rechts. Bleibst schön rechts. Dann kommt der zweite Kreisverkehr mit dem Blinker aus. Wir fahren diesmal in der ersten Ausfahrt raus. Schaust schön, dass von links niemand kommt. Setzen, rechts Schulterblick und wieder rausfahren. Schon mal am Zebrastreifen nochmal links und rechts. Und dann können wir Gas geben. Oder 50 fahren. Aussuchen für dich, Manuel. Erstmal Geld. Und davon kommt schon zum dritten Mal der Kreis. Du bist schon Kreisprofi mittlerweile. Die linke Spur hört auf. Da schauen wir nochmal kurz in den Spiegel links, dass keiner neben dir fährt. Der Ausfahrt raus.
Bremse lösen, rollen lassen, dann nehmen wir mal ein bisschen Gas. Zebrastreifen, da wollen wir nochmal die Geschwindigkeit reduzieren um 10 km/h. Links, rechts schauen. Fußgänger anschauen. Sogar rübergehen, ne? Also, wenn sich ein Fußgänger annähert, sind wir schon wartepflichtig. Kann man schon anhalten, ne? Fußgänger kommen und dann kann man die Bremse loslassen und reinfahren. So, gleich mal hier rechts parken. Haben wir den Parkplatz. Oh. Rechts lenken, rechts. So. Senkrecht. Grünzeug stehen, ne? Das kann das voll. Jetzt machen wir das Lenkrad gerade. Das steht jetzt auf dem Kopf. Das ist einmal gerade stellen und noch einmal ganz rumdrehen. Da steht es gerade, ne? Erst stehen die wieder ganz rechts und jetzt ist es gerade getrennt. Nochmal auf die Parkposition stellen. Dann die Handbremse ziehen. Den Motor stoppen. Thank you.
Parkposition gehen, sonst lässt sich der Motor nicht starten. Ne? Dann schauen wir, ob die ganzen Kontrollleuchten wieder aus sind von unserer technischen Überprüfung. Kein Fernlicht mehr, keine Nebelschlussleuchte. Das Licht mussten wir ganz links nochmal auf die Autoposition stellen. Was haben wir dann für ein Licht eingeschaltet auf der Autoposition? Tagesfahrlicht. Okay. Gut, dann nehmen wir den Rückwärtsgang. Und dann wollen wir rückwärts nach links ausparken. Dann wir auch mal blinken. Du musst einmal auf die Handbremse drauf drücken. Kontrollierst, dass hinter dem Auto niemand läuft und von rechts niemand reinfährt. Und dann können wir langsam losfahren. Und nach rechts ausfahren. Schaust, dass keine Fahrräder kommen links und rechts. Und dann fahren wir gleich raus. Bremsen, wenn die Ampel umspringt, kurzer Blick ins Spiegel und dann, wenn niemand dicht hinter dir fährt, kann man auch mal ein bisschen stärker bremsen. So, kannst du vorbeifahren an dem Bus, der will abbiegen. Du musst kurz schauen, dass keiner neben dir fährt. Schön Gas. Gebremst. Hm? Wird immer besser. Mhm. Profi schon mittlerweile. Eine Stunde, schon Profi. Ja, direkt zur Prüfung anmelden. Ende links.
10 km/h bremsen. Links und rechts schauen. Selber bei dir. Rechts abblicken, rechts Schulterblick machen. Straße mit 50 km/h. Und am Ende wollen wir dann links abbiegen. Schaust in den Spiegel, linken Spiegel. Gegenverkehr weg ist, ne?
weiterfahren. Das Ding braucht man auch 1,50 Abstand. Links Schulterblick, schauen Gegenverkehr. Einmal Parkposition, dann die Handbremse, dann machen wir das Auto aus, ziehst mir den Schlüssel ab und verriegelst das Lenkrad in der Hand. Dann ist das Diebstahl sicher abgestellt. Okay, dann wollen wir eine Nachbesprechung machen. Schauen wir mal, gehen wir uns mal ein bisschen durch, was wir heute alles gemacht haben. War ja die erste Fahrstunde. Wir haben jetzt schon 6 Simulatorstunden gemacht. Jetzt die ersten 6 weiteren Stunden sind mit Automatik. Bevor wir dann umsteigen in den Schaltwagen, du machst ja den B197 Führerschein. Und da haben wir heute dann angefangen, den Sitzlenkrad von Spiegel eingestellt, haben uns die Kopfstütze angeschaut, wie man die richtig einstellt, haben uns angeguckt, wie man das Lenkrad richtig hält, so 3:15. Die Pedale haben wir benutzt, den Gurt haben wir richtig angelegt. Schalt- und Wählhebel haben wir uns in den verschiedenen Positionen angeschaut, den Motor angelassen, haben dann erste Anfahrübungen gemacht und angehalten, gerollt und schalten, das machen wir dann bei dem Schaltwagen, das haben wir jetzt noch ausgelassen. Aber wir haben Zielbremsungen gemacht, haben also an der Ampel dann angehalten. Dann haben wir angefangen, die Spiegel zu beobachten. Innen, Außenspiegel, blinken, Schulterblick. Meine Oma. Und haben dann die abknickende Vorfahrt gehabt. Haben uns rechts vor links angeschaut. Ne? Hatten wir immer mal wieder mit diesem Bremsbereitschaft hergestellt. Haben da reingeguckt, haben mehrfach den Kreisverkehr ausgenutzt und da uns angeschaut, wie das funktioniert und Ampeln angeguckt. Und da machen wir dann auch beim nächsten Mal weiter. Wir vertiefen dann das Abbiegen, rechts und links. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich einzuordnen. Das schauen wir uns an. Unter anderem dann auch, wie das mit Einbahnstraßen und Stoppschildern funktioniert. Okay, dann sind wir mit der ersten Stunde fertig. Darfst du noch kurz unterschreiben und dann bist du entlassen. Also ich hatte gerade meine erste Fahrstunde und ich war ultra aufgeregt. Aber eigentlich war das gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich finde es ein bisschen schwierig, so die Spur zu halten oder so Abstände hinzukriegen, aber eigentlich so abbiegen und so kriegt man hin. Ich dachte, es wird richtig schwierig, aber eigentlich war es auf jeden Fall machbar. Und deswegen, ich bin optimistisch, dass ich das hinkriege.